Ja, vollkommen korrekt. Ich werde jetzt auch einen Generator bauen. Sieben, sieben haben wir nicht. Außer wir setzen ihn ganz ans Ende. Ja, doch, damit könnte ich leben. Oh, nicht genügend Credits. Ich bin arm. Wir verkaufen einfach ein paar Anteile. So, bam, bam, bam. Weil wir kriegen ja gleich einiges an Kohle wieder. Schon allein daraus, dass wir hier die Subvention fertig haben für Erhöhungen in der Kapazität um auf 200, kriegen wir 20.000. Ja, die Grundausbildung wird noch ein bisschen dauern. Danke, Sandes, für deinen aktiven Support. Ach, da konnte ich mir schon nicht mehr leisten, die Familienzellen zu bauen. Sicherheitstrakt machen wir hier unten hin. Irgendwo. Weil hier nach unten ist eh alles ein bisschen krumm und schief gebaut. Dann zerstört die Symmetrie nicht so stark. So. Trotzdem danke, Sudden Death. Hm.
Ist da auch alles erstmal gut. Post gibt es nicht für die Gefangenen gerade. Der Hof ist auch unterdimensioniert. Den schließen wir auch an den oberen Generator an. Ich muss einfach irgendwie dran vorbeikommen. Wie hoch die Vergewaltigungsrate ist in meinem Gefängnis, das ist eine gute Frage. Eine Frage, die ich nicht beantworten will. Eine Beantwortung dieser Frage würde sie nur verunsichern. Deshalb sage ich einfach gar nichts. Und trinke einen Schluck Cola. Wollen Sie auch Cola trinken? Dann kommen Sie auf Seiten des Kapitalismus. Ich glaube nicht, dass viele Frauen vergewaltigt werden bei mir im Gefängnis. Ich glaube, im Gefängnis sind auch nicht viele Frauen, wo man sagen würde: Hammervieh. Beim Hammervieh. Süßvieh. Dich würde ich. Quietsch, quietsch. Wow, wow. Das sind natürlich nicht die typischen Geräusche, die ich dabei machen würde, wenn ich Brettspiele spiele, aber so in der Art macht ihr es bestimmt. Der Gott-Imperator darf sich dieser Freude des niederen Pöbels nicht anschließen. Ha, hab ich doch nicht gesehen. Hab ich im Augenwinkel gesehen, dass die eine Säge hatte. Du bist so gut. Ich bin so gut.
Ich finde auch, beim Livestream sollte man jetzt immer die Augen abwenden. Wie bei Gott. Gott! Wir müssen unsere Augen abwenden! Wir sind nicht würdig, dich anzusehen! Ach, ständig dieses Augen abwenden und mir tut dies leid und das leid. Darauf habe ich keinen Bock. Wie meint ihr? Nein. Master of Orion werden wir heute wohl nicht spielen. Ich habe zwar das Patch, das mit dem Patch gestern mitbekommen. Aber ich hatte noch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und bin gerade nicht motiviert, MOO zu spielen. So, wie schaut's aus? Bücher lesen. Jetzt brauchen wir am besten noch einen Shop und eine Bücherei. Und den Shop, den baue ich ja so dazwischen irgendwie, ne? Ich wette dagegen, dass nicht jede Dusche erreicht wird. Zur Diskussion, was als nächstes im Stream kommt, da beteilige ich mich gar nicht mehr. Weil wenn ich irgendein Spiel sage, heißt es ja, ne, hatten wir gestern schon das Thema. Da heißt es sofort, Puff hat das und das gesagt. Das muss jetzt kommen. Da wird einfach der Strick draus gedreht. Das geht so einfach nicht mehr. Spiel Hearthstone, ich bitte dich. Das ist ja, ich glaube, da habe ich auf Twitch noch gestreamt, da habe ich mal Hearthstone gemacht damals. Ist ja ewig her. Was wollte ich nachgucken? Genau, Bücherei. Das wäre 5x5. Mache ich aber auch so eine große Bücherei nach oben. Obwohl, so ein paar Zellen wären nicht schlecht hier in der Ecke. Oder wenigstens, dass wir einen Gang haben. Habe ich mich hier überhaupt keine Möglichkeit, dass der Tross nach Süden gehen kann von Gefangenen. Na? Ich will da ansetzen, danke. Ein bisschen Klärschampen ins Essen, damit die Gefangenen sich besser fühlen. Das sehe ich nicht so, Tim. Ich finde, meinen Gefangenen geht's da super. Die machen auch gar nicht mehr so viel Dreck wie früher.
Warum ist denn hier Erde? Ist das Dach eingestürzt? Wurzeln durch den Boden gebrochen oder irgendwas. Ach so, da war der Tunnel, stimmt. Fünfhundert gefangen, das wird ein bisschen dauern. Ob ich dieses Gefängnis für den Escape-Mode... Ich glaube, das Gefängnis ist nicht gut für den Escape-Mode. Versuche ein bisschen Strom einzusparen. Auf den Generator unten, weil der ist ja echt am Ende. Ganz minimal verändert. So, Bücherei. Bibliothekarpult. So, da können wir viele Leseratten mit auseinandersetzen lassen. Es hat einen Ausbruchversuch gegeben. Moment. Moment, schlafen ja alle. Ich lasse nochmal eine Razzia durchlaufen. Was, da wollte einer aus der Familienzelle rausbuddeln? Da habe ich gedacht, dass in den Familienzellen vor allem Dingen, die dafür keine Zeit haben, das Kind schreit immer die ganze Nacht.